Ja, hallo, ihr lieben Leute. Ja, warum habe ich noch euch jetzt da die Temperaturen gezeigt? Naja, dieser heutige Tag erinnert mich irgendwie an einen Tag, den wir hatten vor, ja, so Anfang März. Da war es hier mal eine Woche lang sonnig und da hatten wir draußen auch so 7,5, 8 Grad. Und ja, hier drinnen im Raum war es allerdings nicht so warm wie jetzt. Ne? Da war es ungefähr 5 Grad kälter. Weil, genau, da war es noch Winter. Im Winter war es hier also im Haus viel, viel kühler als jetzt. Jetzt haben wir so eine Durchschnittstemperatur von 15 bis 18 Grad. Ja? 15 Grad in den kühleren Räumen und in den wärmeren 18. Genau. Und damals, als wir ja noch Winter hatten, war es halt in den kühlsten Räumen so 10, 12 Grad und in den wärmsten Räumen 15 Grad. So. Ja, ich wollte euch jetzt eigentlich nur deutlich machen, dass wir jetzt die warme Jahreszeit haben und damals, Anfang März, hatten wir noch die kalte Jahreszeit. Sommer und Winter. So. Dazwischen gibt's nichts. Frühling und Herbst sind Erfindungen von irgendwelchen naturfern lebenden Menschen. Ja? Ja. Wo will ich jetzt hin? Kann ich sagen. Ich war heute Morgen draußen, so wie in der Montur jetzt. Ja? Und es war arschenskalt. Brrr. Mann, hab ich gezittert und gefroren. Aber ich bin da durch. Weil Energie muss raus. So, nun erinnert mich gerade an den Tag vor Anfang März. Da war auch so schön Sonne wie jetzt und die Temperaturen halt auch wie jetzt. Und das war richtig karibisch warm. Ja? Da hab ich nicht gezittert. Da war ich lange draußen und hab nicht gezittert. Ich war so in Boxershorts unterwegs. Ne? Hatte noch weniger an wie jetzt. Ja, warum ist das denn so? Kann mir das mal einer erklären? Ja, ist eine dumme Frage. Ich weiß es ja selber. Ja? Ich hab's erfahren, ich hab's erlebt, ich weiß es. Aber trotzdem meine Frage, warum ist das so? Und wenn ich mich jetzt noch einmal an diesen Tag zurückerinnere, der erste sonnige Tag im Jahr, wo ja die gleiche Temperatur geherrscht hatte und auch die Sonne dementsprechend, so wie heute, gebrezelt hat, dann war dieser Tag viel, 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 viel wärmer. Ja. Und nun dachte ich mir, ich erzähle euch mal, woran das liegt. Ist nämlich ganz einfach. Wir alle kennen irgendwie Yin und Yang und hell und dunkel und Männlein und Weiblein und Winter und Sommer. Ja. Der naturnah lebende Mensch kennt ja keine vier Jahreszeiten. Da gibt es nur zwei. Ja. Oder kennt ihr neben Yin und Yang noch Yong und Jung? Nee, ne? Oder gibt es neben Männlein und Weiblein noch ein S-Lein und ein It-Lein? Ja, also es gibt immer nur zwei Gegenspieler überall. In der Natur, im Kosmos, ja, im Universum, in unseren Körpern,
überall in unserer Psyche, überall gibt es immer zwei Gegenspieler. Ja? Und ja, so ist es auch mit den Jahreszeiten. Und dieser erste sonnige Tag in diesem Jahr, wo ich nur in Boxershorts draußen war und mir kam das total warm vor, genau, dieser erste sonnige Tag lag noch im Winter. Und dieser heutige Tag liegt schon in einer warmen Jahreszeit, also im Sommer. Und ja, das Geheimnis, was ja eigentlich gar kein Geheimnis ist, ist, ja, dass mein Körper, ja, dass der sich jetzt im Sommermodus befindet. Und damals, an diesem ersten sonnigen Tag, war irgendwann, ja, vor 5-6 Wochen ungefähr muss das gewesen sein, wurde mal im März so eine Woche lang sonnig und ein bisschen wärmer war. Ja, da hat sich mein Körper noch im Wintermodus sozusagen befunden. Also, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Jetzt im Sommermodus brennt der Körper mehr wie im Winter. Ja, im Winter ist die Kerze ausgelöscht und im Sommer brennt die Kerze wieder. Deswegen altern wir im Sommer immer schneller wie im Winter. Wenn wir im Winter alles richtig machen, unseren Körper richtig behandeln, dann altern wir im Winter sogar gar nicht. Ja, ja, der ein oder andere wird jetzt kräftig mit dem Kopf schütteln. Ich sage und behaupte sozusagen auch, wenn wir im Winter wirklich alles richtig machen und das auch noch Etepetete übertreiben, dann verjüngen wir uns im Winter. Also wir drehen die biologische Uhr für unseren Körper ein kleines Stückchen zurück. Aber da müssen wir wirklich alles richtig machen. Ich habe hier zum Beispiel einen Backenzahn. Ja, der ist schon seit anderthalb Jahren richtig doll kariös. Und ist ja schon ein Teil von abgebrochen. Und ja, musste da vor ungefähr einem Jahr, also letztes Jahr im Frühjahr, musste ich da auch schon den einen oder anderen heftigen Schmerz aushalten. Ja. Und erst diesen Winter, der jetzt gerade hinter uns liegt, habe ich es geschafft, ja, dass sozusagen der Durchbruch oder das Loch zum Wurzelgehäuse des Zahns, ich nenne das jetzt mal so, dass das wieder gekittet wird. Ja. Ich komme also auch mit den Zahnstochern aus Holz, ja, mit denen ich halt letztes Jahr im Herbst noch hineingekommen bin in dieses tiefe Loch, geht das jetzt nicht mehr nach diesem Winter. Also scheinbar muss ja mein Gebaren mit der Ernährung und dem Wasser und so dazu geführt haben, dass der Zahn sich ein Stück repariert hat. Ich habe jetzt auch, jetzt während der warmen Jahreszeit, wo ich eigentlich immer Probleme mit dem Zahn hatte, habe ich jetzt keine Probleme mehr. Ja, gut, das Loch ist zwar noch da und es ist groß. Ja, es nimmt ungefähr ein Drittel des Zahnes ein. Aber ja, es geht nicht mehr. Ja, genau, also bis zur Wurzel da ist. Also es geht da nicht mehr weiter. Also irgendwie kamen da die Maurer, ja, die Freimaurer von mir aus und haben das Loch dazu gekittet. Ja, ich erzähle das jetzt so, als wenn es mir passiert wäre. Aber eigentlich, oder was sage ich hier eigentlich? Es war mein Intent. Zähne können sich von Natur aus heilen. Das funktioniert aber nur, wenn man den Körper, gerade im Winter, wo der Körper sich wunderbar kühlen kann an seiner Umgebung und Energie rausschmeißen kann, ja, dann kann er sich heilen, also Heilungsmodus. Ein Körper, der energieleer ist, kann sich besser heilen, besser Struktur aufbauen.